Da wären wir auch schon wieder bei unserem schönen neuen ME-System, das aber noch nicht sehr viel macht. Was aber auch ganz gut ist, denn wir haben noch nicht genug Strom, damit es sehr viel machen kann. Das ist vielleicht auch so eine Sache, mit der wir uns jetzt die Zeit überbrücken können. Das und Eisen in ein Fass schmeißen. Du, da, Eisen, Eisen. Dezent viele Ingots. Raus, raus, raus. Warum wollt ihr nicht? Achso, da war irgendwas anderes dazwischen. Okay. Raus, 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 raus. So. Essen. Essen wäre auch ganz schick. Nein, kein vergammeltes Fleisch. Ich will... Hatte ich nicht Weizen? Das habe ich ins ME-System geschmissen, oder? Okay, wir holen uns 9 Weizen. So. Nicht viel, aber ein bisschen. Und ich muss einfach runter. Hilft nichts. Ich kann nicht mehr laufen. Das ist doof. So. Runter. Hallo, ME-System. Wir hätten gerne all dein Wheat. Und ich brauche hier unten unbedingt einen Workbench. Alternativ kann man auch eine Art Crafting Station oder Crafting Table mit dem ME-System verknüpfen. Das nennt sich Crafting Terminal. Da ist das gute Stück. Darin kann man Gegenstände herstellen mit allen Sachen, die im ME-System sind. Was sehr, sehr praktisch ist. Aber das brauchen wir erstmal wieder, ne? Eisen, Glas, Redstone und so weiter. Also das kommt auch bald noch. Jetzt würde ich ganz gerne einfach nur Toastbrot herstellen. Da brauchen wir keinen fancy Computer für. Da brauchen wir eine Werkbank. So. Ich esse schon mal ein paar Scheiben Brot jetzt. Hoch. Damit ich wenigstens ein bisschen laufen kann. So, Hälfte da rein. Chips kommen mit. Glas kommt mit. Glas kommt mit. Noch mehr Toastbrot. So, Eisen. Warum füllst du dich nur so ganz klein ein bisschen mit Eisen? Hier ist doch alles voll. Hat sich schon wieder irgendwas dazwischen geschoben? Das ist sehr... Was? 50 Ingots Eisen. Molten Bronze. Keine Größeneinheit. Also, komisch. Na gut, nochmal, nochmal, nochmal. Füllt ihr euch? Ja. Sehr skurril. Na gut. Eisen kommt bitte rein. Eisen kommt bitte rein. Gunpowder kann raussortiert werden. Das kann raussortiert werden. Oh, Quarzdust. Das ist schön viel Quarzdust, du. Mach bitte mal daraus komplett Silicon. Das darf dahin, das dahin, das dahin. Ja, Wheat. Das ME-System ist hier drunter. Ich hätte gerne mehr Access-Terminals. Na gut. Du schmeißt das mal rein und das mal rein. Das könnten wir übrigens auch noch alles automatisieren. Theoretisch könnten wir hier einen Exporter reinmachen, dass immer alles Eisenpulver reingeworfen wird. Aber das ist ein bisschen zu viel Friemelarbeit für mich momentan. Das müssen wir später machen. Jetzt geht es mir erstmal nur darum, Toastbrot zu haben. Ein paar Chips. Also Computerchips. Und dann ist gut. Ah, Silikon. Okay, Silikon brauche ich auch noch. Gut, mir ist was eingefallen, was wir machen können, um auch noch Zeit totzuschlagen. Und zwar die Plattform weiter ausbauen. Also hier oben ist ein bisschen nervig, weil wir hier oben noch das Holzsystem haben. Auch wenn wir das vielleicht auch nochmal umstellen könnten. Aber mir gefällt es eigentlich ganz gut, die Idee, dass wir unten Stein und oben Holz haben. Oh ja, die Plattform hier oben alle weiterbauen. Und die Plattform unten alle weiterbauen. Das ist eine Menge Arbeit, das weiß ich, aber es muss irgendwann gemacht werden. So, du da rein. Noch mehr Eisen. Das Bronze hat sich schon wieder nach unten verschoben. Das Problem mit diesem kleinen Bronzefitzel ist, ich kann es nicht rausgießen. Ah, sehr komisch. Muss mal gucken, wie ich das jetzt löse. Aber gut,
Wir haben jetzt ein bisschen Eisen, wir haben ein bisschen Redstone, wir haben ein bisschen Silicon. Wir haben Glas, das heißt, wir können jetzt mal diese Crafting Station herstellen. Dafür brauchen wir ein Access Terminal, dafür brauchen wir das hier. Haben wir. Dann brauchen wir das da. Da fehlt irgendwas. Eine Storage Cell, okay. Die können wir aber herstellen. 3 Stück davon. Ja, ich hätte 4 Stück herstellen können, aber dann wäre irgendeine Ressource wieder mau gewesen. Und ich will nicht, dass irgendeine Ressource mau wird. Redstone zum Beispiel. Da. So, Crafting Monitor, Shift Linksklick aufs Fragezeichen. Und das war der falsche Gegenstand. Weil ich will keinen Crafting Monitor, ich will ein Crafting Terminal. Dafür brauchen wir eine Workbench. Dafür brauchen wir... Oh, nicht alles auf den Boden schmeißen hier immer. Das ist nicht gut. Ich bräuchte 4 Holz. Ein Holz brauche ich. Um daraus 4 Planken zu machen, um daraus das da zu machen. Das müsste schon gewesen sein. So, du. Crafting Terminal. Shift, Linksklick. Dankeschön. Der Crafting Monitor ist nicht schlimm, dass wir den gemacht haben. Den bräuchten wir später eh. Aber den brauchen wir erst, wenn wir anfangen mit Automatisierung. Hier ist irgendwo kein Licht. Ich denke mal da in der Ecke. Oder da hinten. Aber das kommt später. Okay, haben wir dich mal dahin. Crafting Monitor. Und dich hier hin. Sehr gut. Also, hier haben wir Zugriff auf das ME-System mit einem schönen großen Feld, dass wir ganz viele Gegenstände sehen können. Hier unten rechts haben wir einen kleineren Ausblick auf das momentane ME-System. Aber wir können hier Sachen herstellen. Zum Beispiel eine Chest. Nee, warte, das ging anders. Ich konnte hier Sachen einfach so reinklicken. Du. Ich hätte gerne eine Chest. Ah, wir haben nicht genug Planken. Nee. Ich hätte gerne Planken. Geht das? Plank. Oakwood Plank. Ja, also sobald ich hier Shift auf das Fragezeichen klicke, taucht hier das Rezept auf und entnimmt es nicht aus meinem Inventar, sondern aus dem ME-System. Und so kann ich halt recht schnell Sachen herstellen. Ist schon mal praktisch. So, du rein, du rein, du rein, du rein, du weg. Kisten weg. Ja, damit können wir also schneller Sachen herstellen und wir brauchen nicht irgendeine Holzworkbench hier hinstellen, das wäre ein wenig unpassend. Kabel. Machen wir es damit mal ähnlich. Kabel. Und ihr seht, wenn ich hier die Suche eingebe, im ME-System haben wir keine Kabel. Aber im Nai, hier rechts, wird das angezeigt. Das heißt, es übernimmt das gleich, das ist echt praktisch. Wir haben aber weder das Fluix Dust noch das Glas im ME-System. Wir haben echt noch viel zu wenig im ME-System. So, darum, darum. Und das braucht tierisch viel. Aber na gut. So, wir haben 30 Kabel und einen Exporter noch. Den wollten wir nutzen, um da oben weiterzumachen. Nö, wollten wir nicht. Wir wollten die Plattform da abreißen und das da hinstellen. Das kann ich dann alles auch von oben machen. Das ist ein bisschen handlicher, als wenn ich hier unten wieder irgendwelche Dirt Piles hochmache. Also, beam ich hoch. Und schmeiß die Sachen hier alle raus. Also, erst brauchen wir dich. Dann bauen wir die ganzen Sachen hier alle ab, damit du aufhörst zu arbeiten. Du gehst weg. Du gehst weg. So. Du kannst weg. Harvester, komm her. Harvester wird neu aufgestellt. Mittig hier hinten. Mitte wäre hier, richtig? Ich denke schon. Genau, er arbeitet schon und schmeißt die alles hinten raus. Das heißt, hier müsste ein Importer hin. Aber ist gerade nicht so wichtig. Warum hast du immer noch Energie? Ach, das wurde alles übernommen. Also der Energiespeicher wurde übernommen und der interne Tank. Sehr schön. Also ist ein sehr gutes Gerät. So. Das kommt weg. Das kommt weg.
Du bekommst Energie unten von dem Dynamo hier. Zack. Du hast hier ein Exporter. Ne, hier kommt ein Importer hin für Gegenstände und hier kommt ein Fluid-Importer hin für die Flüssigkeit. Müssen wir irgendwas reintun? Nö. Das Ding kommt da noch rein. Und dann ist gut. Dann haben wir gar nicht so viele Kabel hier. Das ist ein sehr schönes Ding. Weil ich will möglichst wenig Kabel hier oben dann haben. Unten kann das ruhig einigermaßen Heckmeck aussehen, aber hier oben nicht unbedingt. Du weg, du weg. Die Starterplattform wird jetzt komplett zerstört. Wenn die Spitzhacke das mitmacht. Aber ja, sieht gut aus. Hier ist irgendwo noch ein Obsidian. Ne, Obsidian Bricks können wir auch abbauen. Du hast nichts mehr drin. Okay. Dann hauen wir dich mal weg. Bauen dich mit Shift-Rechtsklick ab. Die einzige Möglichkeit, wie man diese Dinge abbauen kann. Und weg, 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 weg. Sehr schön. Das hat mich richtig lange gestört, aber ich habe irgendwie nie die Muße gehabt, mich dahin zu setzen und jetzt alle Blöcke wegzubauen. Deswegen habe ich immer so ein bisschen dann rumgeknabbert. Aber jetzt passt das schon. Wir haben nicht genug Slabs. Das mache ich kurz hier. Gib mir Holz. Gib mir Slabs. So. Da, da, nicht da. So, da dicht. Wir brauchen noch ein paar Fences, aber die haben wir bestimmt später irgendwo anders. Oh, und wo ich es gerade sehe, die Fackel. Ja, ausleuchten sollten wir gleich auch da unten. Weil jetzt ist es vielleicht noch ein Zombie, später könnte das irgendwas Garstiges sein, wie ein Creeper, der mich dann wegexplodiert und ich fall runter. Das wäre nicht so schön. Denn wir haben immer noch nur 3 Leben. Was ich allerdings auch recht schnell beheben könnte, da ich ja noch 1-2 Quests machen könnte. Also gerade die Kochgeschichten, da war noch ein bisschen was zu holen. Obwohl in die Kochquest, da war das Problem mit den Kühen, ne? Ja, gucken wir mal. Oh, die Drying Racks, die brauche ich auch nicht mehr. So, die ganzen Altlasten wegmachen. Hier müsste auch eigentlich wieder ein Fans hin. Kommen alle später. Jetzt. Ja, zu viel Zeug. Was machen wir, wenn wir zu viel Zeug haben? Jetzt mit dem E-System. Da liegt noch mehr Zeug. Ja, so, du rein, du rein, du rein, du rein. Alle Sachen, die wir nicht direkt sofort brauchen. Schalter, Item Ducts. Das Glas hätte ich wahrscheinlich gebraucht. Juicer kann auch erstmal rein. Du kannst rein. Tja, Rest brauchen wir. Oh ne, das Ding da kann weg. So. Jetzt schnappen wir uns die Blöcke hier, weil das Blöcke sind, die wir nicht so häufig haben. Und die haben ja auch einen dezenten nostalgischen Wert. Du. Rein, rein, rein. 2 Torches. F7 sagt mir, wo die Torches hin sollen. F7, da. Genau in der Ecke. Sonst noch irgendwo hier unten? Nö. Okay, F7 wieder aus. Sehr gut. Und die Dinger hier. Eigentlich müsste ich das alles abbauen. Nur wo würde ich es neu aufbauen? Hier. Hier eine Plattform. Wir haben gerade noch Slabs. Haben wir noch Slabs? Ja, 209 Slabs. Das sollte reichen. Die Mitte hiervon ist hier. Das heißt, ich hätte gerne hier Irks. 1, 2, 3. Das ist unsere Abgrenzung zwischen den Räumen. Die müssen wir jetzt nicht mehr 5 breit machen, weil hier ja eh die Steinmauern langkommen. Und hier würde jetzt eine neue Plattform anfangen. Das könnte eine von unseren Technikplattformen werden. Zum Beispiel die Verarbeitung von Cobblestone zu Gravel, von Gravel zu Sand, von Sand zu Dust. Und dann der Rüttler. Also dieser ganze Schmuh hier könnte rausgerissen werden und da hinten neu aufgebaut werden. Etwas übersichtlicher. Und hier wird dann echt nur Lava-Energiegewinnung. Und ein Obsidian-Generator. Und ein Bett und ein Golem und sinnlose Tanks.
Und Soul's End. Ja. Also das müssten wir eigentlich erweitern mit noch einer Reihe hier und noch einer Reihe da an Crucibles. Aber momentan geht das ja noch. Also, ne? Können wir so lassen. Aber das da oben hätte ich gerne. Ja, das brauchen wir. Ja, das brauchen wir. Also es muss definitiv dann alles mit dem MB-System verbunden sein. Weil wir haben nur einen Cobblestone-Hersteller, nämlich den da. Und der pumpt die Sachen hier in die Crucibles und in den Pulverizer. Also muss definitiv die Verbindung von da hinten, dahin, dann hierhin sein. Nee, nee. Aber gut. Ordnung. Was machen wir als nächstes? Ich hätte gerne Koppel. Koppel, Koppel. Hoch. Dann hätte ich gerne meinen Builder's Wand. Oh, habe ich die ganze Zeit dabei gehabt. Gut. Runter. Dann würde ich jetzt gerne noch hier die Altlasten wegmachen. Das Zeug hier. Das mit Cobblestone auffüllen und dann anfangen, die Plattform drüben zu machen. Wobei, bevor wir die Plattform drüben anfangen, brauchen wir Licht. Wow. Hast du echt super gemacht, Builder's Wand. Ein Block. So, so.